R-E-W-I-N-S-I-D-E. Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Leute, auf spontane Basis sind heute der liebe SK9 und Clancrafter vorbeigekommen. Ihr seht das hier schon, Leute. Wir haben hier eine Menge Knete aufgebaut. Ich meine, wir sind ja auch YouTuber, ist ja auch Dezember. Da läuft ja, oder? Da läuft doch richtig. Ja, Mann! War ein falscher Kanal, ne? Ja, scheiße. Leute, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Das System ist folgenderweise, Leute. Jeder von uns hat 5 Minuten Zeit, einen YouTuber zu kneten. Und dann wird er raten untereinander. Das heißt, derjenige, der quasi richtig geknetet hat und gut geknetet hat, kriegt 2 Punkte beim Erraten. Der andere, der errät, kriegt 1 Punkt. Und boom, Staffel sieht in das Punktesystem da oben. Ihr versteht es, glaube ich, Leute. Es geht quasi um ein lustiges Ratequiz mit meinen besten Freunden Max und Sepp. Kran und SK. Sind wir noch nicht so persönlich, denn, dass wir uns... Nee, meine Eltern haben mich auch so. Nehme ich bitte Deine Eltern nenne ich auch Kran. Sie nennen mich Kran, ja, safe. Kran, krass, ja, krank. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich würde sagen, pass mal auf, ich würde sagen, jeder kann sich schon mal ein paar Farben aussuchen. Darf man nur 3? Nee, man kann 4. Fangen wir einfach an, Leute, ich würde sagen, 5 Minuten haben wir Zeit. Oh, die Zeit läuft. 1, 2, 1. Los, okay. Servus. Okay. Max, denk dran, nicht essen das Zeug, ne? Warum? Weil es ungesund ist. Ist echt? Ja, du weißt, was mit deinem Bruder passiert ist. Der ist damals, ne? Erzähl mal, Sebastian, was ist passiert? Genau. Hör auf! Nicht! Hey! Nicht spuck aus das! Spuck ja, das jetzt aus. Hast du geschaut. Das ist nicht gut. Komm da raus, Knete! Bitte! Das sage ich immer, wenn YouTube keine Auszahlung macht. Ey, das ist so geil, weil YouTuber verdienen Geld mit Kneten. Leute, wir verdienen gerade mit Kneten Knete. Ey, muss man den ganzen Körper bauen? Oder nee, Gesicht reicht. Dass man quasi halt so viel knetet, dass man es halt erkennen kann, wisst ihr? Ja. Also es ist halt euch überlassen, was ihr knetet. Wenn ihr halt meint, ihr müsst eine Zahnlücke kneten, gut. Das Ding ist, ich habe ja schon ein, 2 Mal bei so einer Build Wars oder wie auch immer das heißt, ne, von dir mitgemacht. Ja. Und du kannst das ja wirklich, ne? Du bist ja. Digga, ich bin mit Knete bin ich richtig gut, Alter. Frag mal meinen Steuerberater, Junge, der liebt mich. War jetzt auch wieder ein Witz auf Geld bezogen. Leute, Kutemba! 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 Leon, halt die Fresse. Okay, wie viel Zeit noch? Noch 2,5 Minuten, genau. Was? Genau bei der Hälfte gefragt. Oh mein Gott! Scheiße, Mann! Ah! Ey, Jungs. Thomas, erkennst du meinen schon? Ja, ja. Geisteskrank, easy, ja, guter gut, aber. Ja. Ich muss ganz kurz überlegen, aber ja, shit. Junge, das ist schon nicht schlecht, oder? Also auch nicht gut, also mittel, würde ich sagen. Also ich will ja nicht spoilern, aber bei den anderen sieht's aus wie Scheiße. Oh, nein! Was? Was? Hä, wir haben am Anfang gesagt, dass man die anderen nicht auslachen darf. Ich find's auch eher traurig, nicht lustig. Naja, das ist eine kurze Stille. Naja, gut. Thomas ist blöd. Thomas, du verstehst einfach wahrscheinlich nicht die Referenz. Mann! Aber man erkennt direkt, wer als Kind Freunde hatte und wer sich mit Knete begnügt hat. Das bin ich! Achso, nee. Das Ding, also meine Freunde waren aus Knete. Noch 1 Minute! Wow! Oh Mann, ey, das ist so traurig. Das ist so schlimm, Digga. Das wird so traurig. Also meins ist auch beschissen, richtig beschissen, aber... Ich bin mir nicht mal sicher, ob man es erkennt, Alter. Dass ein Mensch ist? Ja! Ja! Ist es so schlimm, Thomas Re-Rap? Ist es so schrecklich? Also ich wüsste nicht, woran man erkennen soll, dass das eine spezielle Person ist, tatsächlich. Servus S-Kids, ich bin's mal wieder. Ja Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich auch früher in meiner Therapie eine Menge geknetet, ne? Ich möchte ja nicht den Hype jetzt übertreiben, aber Revis Bild ist schon, ne? Schockgesell, oder? Das ist schon krass. Es ist aber kein Bild, weil es ja mit Knete, ne? Oh ja, tut mir leid. Also bei mir kann auf jeden Fall niemand mithalten, das steht schon mal fest. Ja, von Beschiffenheit her, ganz genau. Okay Leute, noch 10 Sekunden, Dicker. Dein Maul, oh dein Maul. 5, 4, 3, was du laberst? 2, 3, 1, Mann, ne? Warte, wie machen wir es jetzt am besten? Okay, wir fangen bei SK an, SK. Kann ich dir? Okay. Mein Vater enterbt mich, wenn er das sieht. Okay. Denk dran, wer es zuerst sagt, Max, kriegt von uns einen Punkt. Okay, 3. Ich will es wirklich nicht sagen. 2. Nein. 1. Los. Was? Let's Play. Zombie. Creeper. Panzerboot. Ja. Zahnlücke. Ja. Alles Ey, das ist richtig schlecht. Warst du im Kindergarten? Du hast dir sogar nach Knete hängen. Also du hast das erste, was du gemacht hast, ist in Knete reingebissen und dann so eine Missgestalt fabriziert. Ist dir das nicht peinlich? Ey, ich glaube, es hat mir nicht gut getan, das Zeug zu essen. Kann sein, oder? Okay, Jungs, seid ihr bereit? Junge, okay, schaut beide her. 3, 2, 1.
Simon Unge. Nein, Arya. Von Jay und Arya. Unge war richtig. Unge war richtig. Echt? Ohne Scheiß? Krass. Ist gut, oder? Aber wer hat es schneller gehört? Ist echt gut. Ich glaube, du warst zuerst. Meins ist schon besser als dein. Ich bin gespannt, ob ihr auf meins seid. Okay, Digga. Oh, das ist schon mal recht klein, habe ich gesehen. Okay. Drei. Aber passt du dann? Zwei. Eins. Ethan! Ja. Richtig. L3. Junge, die drei Mützen. Und Fupa. Das Fupa. Echt geht, mach weiter. Scheiße, Alter. Boah, das ist gut, Mann. Das ist gut. Ja, gut, das Gesicht also, ist halt scheiße. Nee, das Gesicht ist das. Also, ist Jungs. 1 zu 1, warte. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Okay. Guck mal, Leute, wenn ich auf den Tisch schlage, fällt das Handy runter. Achtung. Ich habe keine Aggression oder so. Vielen Dank an mein Handy. Ja, perfekt. Ach, jo, ist dein Handy? Dann würde ich sagen. Ey, man hat es jetzt gar nicht aus dieser Perspektive gesehen. Was? Kopfüber, oder? Klar, man hat es gesehen. Ich kann es umdrehen mit dem PC. Alter Schwede. Boah, voll krass. Moderne Technik. Deshalb habe ich ihn eigentlich. Aber Jungs, jetzt mal Real Talk. Ja. Ich habe gewonnen. Jungs, wir sind noch nicht fertig, weil, Leute, wir sind natürlich nur bei 10 Minuten angekommen. Deshalb gibt es eine Runde 2. Aber diese Runde 2, Leute, wird eine Speedrunde, das heißt, ja. Wir dürfen jetzt nochmal alle Kneten zurücksortieren in ihre Becher, also einzeln. Können wir die auch in die Becher zurücksortieren? Willst du die in die Becher oder in die Becher? In die Becher. Musst du halt schon sagen. In die Becher. Das ist halt ein Unterschied, ne? In die Becher. Becher? Becher. So Leute, und dann würde ich sagen, gibt es nochmal eine 2-Minuten-Runde. Mein Gott, Leute. Lasst jetzt einen Daumen nach oben da, wenn ihr findet, dass 2 Minuten eine geisteskrank geile Zeit sind. Yeah. Leute, jetzt gehen wir in Runde 2 und das ist eine Express. Habt ihr das Formel 1 Auto gesehen? Speedrunde. Ey, aber Retalk, kannst du jetzt da rein editieren? Du hast gesehen, was ich gerade rausgehauen habe in 5 Minuten. Mhm. Sicher, dass du mir nur 2 Minuten geben willst? Ja, absolut. Wahrscheinlich, ich schaff's nicht mehr, die Knete auf den Tisch zu legen in 2 Minuten. Leute, ich hab keine Hände. Pack mal alles hier rein. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt wieder Schützenfarben aus. Ja gut, Zepper, dann nimmst du einfach nur den Rest, der da übrig geblieben ist. Oh, ja, da hab ich auch jemanden im Raum gerade, Alter. Weißt du, wenn ihr meine XXL-Variante davon sehen wollt, ohne Luca, dann lasst doch mal gerne einen Daumen nach oben da, oder Jungs? Ja, safe. Perfekt. Leute, im Rewe-Store gibt's gerade übrigens geilen Merch mit handsignierter Autogrammkarte. Also schaut da auf jeden Fall mal rein, denn die beiden Jungs lieben den Merch auch. Ja, der Rewe-Store ist der beste Store, den es gibt. Jetzt du. Ja. Wie viel Zeit haben wir? 2 Minuten. Zum Merdi. Starte die Uhr 3, 2, 1, jetzt. Okay, go. Pum, pum. Okay, jetzt habe ich eine Idee, die man schnell bauen kann in 2 Minuten. Und es ist nicht Katja Krasowitsch, falls ihr jetzt gedacht habt. Oh. Ihr kleinen Schlammer. Kann man Katja nicht innerhalb von 2 Minuten schnell bauen? Ihr habt gerade schon euren Hosenstall aufgemacht, gell? Ja. Weil ihr gedacht habt, kommt Katja jetzt. Boah, gib's mir Dali. Echt? Gib mir Spaß. Du weißt genau, wie ich es brauche. Bitte geh von meinem Rücken weg. Jetzt? Yes? Ich will gef***t werden. So, was ist dein Kuss? Du guckst gerade auf meine Sachen. Hör auf, Mann! Ich hab dich geschaut. Ich hab nur Augen für dich. Oh, das ist aber süß von dir. Das ist richtig gut, oder? Wie ich's mache. Ich schreite mal nicht ein. Was willst du denn einschreiten? Ich stich ja. Ich stich dich ab. Einschreiten? Ich spring jetzt so dazwischen. Stopp! Das geht so nicht! Nein! Nee, also wir haben. Nee, wir sind hier in einem Rechtsstaat. Also, es hat ja auch keiner gesagt, ne, dass man sowas nicht darf. Ja, also. Leute, ich mach nichts falsch, glaub mir. Wie viel Zeit noch? Boah, eine Minute. 50. Ey, Thomas, noch 45 Sekunden. Ehrlich? Ja. Thomas, hast du einen Plan? Hä? Hä? Nein? Soll es ein Mensch sein? Ja. Also ich weiß, alright, was du meinst, aber ich weiß nicht, wer sowas hat. Also. Ich weiß, wer das hat. Bei dem dieses Körperteil diese Ausmaß hat. Das ist bei mir. Der Pimmel. Okay. Guck, was ich hier baue, Junge. Kann mir jemand gelbe Knete geben, kurz? Kennt man auch krass gut. Bitte, danke, bitte. Wie lange haben wir noch? Zeit ist vorbei. Also. Ja, perfekt, Leute. Als ob, auf jeden Fall wieder riechen. Aber ich habe Verlängerung, weil ich so schlecht war beim letzten Mal. Okay. 2 Minuten Expressrunde ist rum. Max, Seppe, komm rüber, wir gucken bei Max und dann kannst du mit raten. Ich will einfach nicht mehr leben, Digga. Es ist noch deprimierender. Also hast du schon vor, diesen Pappkarton weiter zu küssen? Ablecken würde ich gerne. Okay. Vielleicht kommst du ja bei mir drauf und kriegst so wenigstens einen Punkt. Okay. Gut. 3, 2, 1, go! Komm mal! Ja. Ich war zuerst, oder? Ja. Ja, schon. Ja! Junge, ist das räudig, Alter! Komm her! Kommt her, seid ihr bereit? Ja. Euch das Meisterwerk eines Diablo Pikachu zusammen zu sehen. 3, 2, 3, 2, 1. Könnt ihr ganz bitte. Ich hab schon keinen Bock mehr. Aber das erkennt man doch gut, oder? Seht ihr ihre Nase? Wartet. Ich hab du machst immer so Thaddäus-Nasen. Simon hat auch bei dir auch schon so eine Thaddäus-Nase. Ja, warte mal. Wie kommt's eigentlich? Warte. Jetzt erkennt man Katja doch, oder?
Hat die eine große Katja? Jetzt sieht die aus Katja? Wie Katja. Soldberg. Ja, ja, Katja. Jetzt hängt die Lippe an der Nase, was? Jetzt erkennt man Katja. Jetzt erkennt man Katja. So, warte. Jetzt erkennt man Katja. Geil, Alter. Warte. Ich kneif kurz. Nein! Jetzt. Nein! Warum machst du das? Ich wollte noch mal kneten. Du Unter... Jetzt haben wir hier einen Ball gefunden. Du Wichser, Mann! Machen wir weiter bei FK! Okay, alles klar. Ich muss vorneweg sagen, mach jetzt traurige Musik rein. Okay. Papa, wenn du das hier siehst, Mama, auch an dich und Oma. Ich hab einfach wieder... Was mit deiner Tante? Cousine? Auch. Gundula, ich bin gerade in Australien, halt deine Schnauze jetzt. Papa, wenn du es siehst, es tut mir wirklich leid. Ich bin stolz auf dich. Ich hab einfach mein Bestes gegeben und ich... Ja, zeig jetzt. Ja? Ja, mach auf! Okay. 3, 2, 1. Er hat nicht mal zwei Augen, Digga. Kuchen TV. Ja. Okay. Junge, nicht mal in zwei Augen. Es ist so, Bro. Ich hab die Haare dran gemacht und hab ein Auge dabei abgemacht. Aber jetzt mal, hat Kuchen TV zwei Augen überhaupt? Wissen wir das? Das ist die Frage. Können wir das überhaupt? Placebo? Ja, Leute, ich würde sagen, die Punkteskala ist jetzt auch total egal, weil man weiß, glaube ich, dass ich gewonnen habe an dieser Stelle. Das ist ein Deal. Vergleich vielleicht halt nicht mehr. Also die Frage ist ja, an welcher Stelle? Ja. Jetzt hier in der Raumzeitkontinuum. Jungs, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Schaut auf jeden Fall bei Max und Escape vorbei, da gibt es nochmal wunderschöne Videos zu sehen. Danke nochmal, dass ihr diesen Knetkrümel hier erschaffen habt, mit dem ich überhaupt nichts mehr anfangen kann, jetzt außer da. Yo, Leute, schaut auf jeden Fall bei den anderen Videos von Revi vorbei. Auf jeden und Fall. Revenstore. Und im Revin Store, das ist Revenstore, so safe, ist das Dopeste einfach. Gucci Gang. Ist schon vorbei, aber ihr könnt immer noch die Sachen kriegen. Ja, aber nicht mehr viele. Gar nicht mehr viele. Sehr limitiert. Es kann sein, dass ihr nichts mehr bekommt, wenn ihr nicht heute noch bestellt. Das hast du schön gesagt. Leute, wir sehen uns morgen oder gleich beim Livestream. Macht's gut. Tschüss.